So, also hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt's ein Pack-Opening. Ich bin auf meinem alten Leiterspiel-Account. Ich habe kurz vergessen, wie die Serie hieß. Und ja, es ist ja ein überkrasses Team of the Week gerade draußen. Hier mit Rekordbrecher Ronaldo, der einfach völlig unverdient seine Rekordbrecher-Card bekommen hat, weil Messi einfach gestern seinen Rekord wieder gebrochen hat. Suarez, Dempsey, Diego, Grenier ist inkompetent. Dani Alves ist noch gut. Und dann gibt es noch Man Match Messi und noch Harry Kane, Hazard und die anderen lilanen Karten zum Abstauben. So, ich habe circa 200.000 Coins. Das heißt, hier kann ich mir... Okay, ich habe keinen Bock, das zu rechnen. Ich kann mir auf jeden Fall einige Packs holen. Ich werde wie immer Pack Nummer 5, 10, 15 und 20 abstoßen. Egal, was drin kommt. Wenn ich Ronaldo ziehe, habe ich einfach gelitten. Hier ist Pack Nummer 1. Hoffentlich wird was Gutes. Übersprung und wir ziehen keinen seltenen Spieler. Dankeschön. Pack Nummer 2. Lionel Messi wieder vorne drauf. Diesmal überspringe ich mal nicht, weil überspringen zu Mainstream ist und wir ziehen nur Collar auf und das ist ziemlich arg inkompetent mal wieder. Pack Nummer 3, Griezmann diesmal vorne drauf. Ach du Scheiße, oh 1000 Coins, Gönnung. Pack Nummer 5, Abstoß, Pack Nummer 1, David Alaba ist vorne drauf. Wen ziehen wir denn schönes, wen musste ich abstoßen? Gervinho, komme ich mit klar. Abgestoßen. So, dann fange ich mal wieder an, hier mir Hilfe zu holen von Gott. Ach du Scheiße, war meine Bibel gerade staubig. Ja. Jetzt, Alter, mach was. Bibel, komm schon. Ja. Wir haben Danny Wellblech gezogen. Pack Nummer 7 mit Ibrahim von Lauf übersprungen. Ja, Miranda, das ist der beste Spieler bis jetzt, aber immer noch ziemlich scheiße. Pack Nummer 8, ich ziehe hier mein Pack, werf meinen Drücker weg und ziehe Mignolet. Ja. Oh, Return of the Hitler, Spielerheilung. Pack Numero 9, David Alaba ist vorne drauf, Übersprung mal wieder. Oh mein Gott. Gott, guck mich jetzt so an. Abschlusspack Nummer 10. Wieso sage ich immer Nummer, Alter? Das ist so ungefähr das Behindertste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Abdullah Konko Bartstuber. Da müsste man eigentlich eine Verletzungskarte mitkriegen für den. Abgestoßen. Bye bye. Pack Nummer 11. Es wird einfach Zeit hier für mein Stuhlpack. Irgendwann ziehe ich damit einen krassen Spieler, ja? Irgendwann. Alter, hier. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht mal in Kamera drin. Aber ich hab's hingekriegt. Und krieg einen Silberspieler. Dankeschön. Der sieht aus wie der eine Feind von Kevin alleine zu Hause. Gut. Dieser Typ ist im V-Life so fett. Ich blende jetzt ein Bild von dem ein. Alle machen über dem mit. Pack Nummer 12, glaube ich. Und das mache ich jetzt mit meiner Stirn. Oh mein Gott. Wieso habe ich es so schwer gemacht? Bin ich eigentlich geistig behindert? Hat alles wehgetan. Boni, geh weg. Keiner will dich. Pack Nummer 13. Glücksnummer 13. Oh. Oh. Ich dachte, ich gehe jetzt nur hochwertige Spieler. Aber nein, ich kriege einen Erfolg. Schickt. Abschlusspack Nummer 3. Und ja, ich... Ja, aber gar nichts Gescheites. Langes Pack-Opening aller Zeiten. Komm schon, bitte. Einfach nur irgendwas. Irgendwas. 75. Immobilien. Ich will keine Immobilien. Pack Nummer 19. Es gab ja mal ein Gerücht, ne, dass EA die Packs besser gemacht haben. Ne? Aber das können die sowas von vergessen. Packs sind genauso scheiße, wie die immer waren. So, das ist jetzt der letzte Pack zum Abstoßen. Das ist Pack Nummer 20. Abstoßpack Nummer 4. Und ja. Ach, wieder ein Hitlergruß, aber das war's dann auch.
So, ich hau jetzt einfach die restlichen Coins hier weg. Ich werde nichts abstoßen. Oh mein Gott, ne, ich zieh diesen Typen. Ich habe diesen Typen jetzt ungefähr 23 Mal gezogen. Ne? Kann der sich mal aus meinem verfickten Packs verpissen? Es ist halt traurig, dass das mein bester Spieler in 250.000 Coins ist. Der hat Tit im Namen. So, das ist ein Fake. Das lasse ich jetzt ausspielen und ich ziehe Kagawa. Wow, hat sich das gelohnt. So, das war's dann auch schon für heute. Ich wollte einfach nur ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil die ganze Zeit spielen schickt ja auch nicht. Und das hat sich auch in den Abozahlen wieder gespiegelt. So, diese Woche minus 4 Abonnenten. Insgesamt ist schon sau nice. Das geht jetzt, ist ein kleiner Vorgeschmack auf Team of the Season. Das dürfte ja bald kommen, in den nächsten paar Wochen. Und da werde ich auf meinem Hauptaccount, da habe ich an die 2 Millionen Coins, da werde ich böse viele Packs öffnen und böse viel Verlust machen wahrscheinlich. Aber ja, es ist halt ein Glücksspiel. Wenn es euch gefallen hat, drückt Daumen hoch, wenn ihr neu seid, dann drückt abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Oder jo, dann bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen, außer ciao und bis zum nächsten Mal.